Tagesausflug. Ja, guten Morgen. Ich bin eben am Parkplatz direkt gestartet, weil da schon wieder die Hölle los war. Jede Menge Wanderer. Bin jetzt hier diesen Weg hochgekommen. Und so wie es aussieht, muss ich dann jetzt gleich da vorne weiter hoch. Ja, ich meine, klar, warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Ja, hier schon die ersten Felsformationen. Nach ein paar Minuten gehen. Ja, sieht schon imposant aus, wenn man so direkt darunter steht. Ja, geht schon gut los, die Tour. Am Anfang geht es nur steil bergauf. Schon jede Menge schöne Felsformationen, die man hier sieht. Auch hinter mir. Ja. Ja. Aber so wie es aussieht, ist hier die Treppe hoch. Ja. Am Anfang nur erstmal aufwärts, aufwärts, aufwärts. Aber ich denke mal, irgendwann geht es auch wieder bergab.
Also, los geht's. Hier scheint es auch jetzt gleich schon direkt die erste gute Aussicht zu geben. Da vorne ist ein Aussichtspunkt. Da gehen wir dann mal hoch. Ja, das nenne ich schon mal eine schöne Aussicht. Alle Achtung, kann sich sehen lassen. Schön. Gut, jetzt von da oben gehen wir mal da runter. Das sieht ja schon mal gut aus. Ein bisschen abwärts gehen ist nicht verkehrt. Ja, jetzt weiß ich, warum bei dieser Strecke die Frequentierung als gering angegeben wird. Weil es ist schon eine ganz schöne Kletterei hier. Ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen, ein bisschen was trinken. Und dann geht es gleich recht zügig weiter. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar schöne Bilder von der Tour hier liefern. Weil das ist echt ein Schmuckstück hier, die Gegend. Wahnsinn. Also, ich trinke was und dann bis gleich. Ja, Pause vorbei, geht schon weiter. Mal hier kurz den Weg kreuzen. Und dann geht's schon weiter, auch runter. Ja, wie eben schon gesagt, bisher eine sehr schöne Strecke. Sehr gering frequentiert, also wirklich kaum Leute unterwegs hier. Gut, ich war auch früh hier. Aber nichtsdestotrotz außergewöhnlich still und ruhig hier. Ja gut, besser ein paar Vögel, die hier rumschreien.
Aber das gehört ja dazu. Ja, dürfte ein Eichelherr sein, glaube ich. So, ich muss jetzt mal ein bisschen ausmachen, weil hier wird es jetzt holprig und sonst lege ich mich hier noch lang. Okay, ich hole dich gleich wieder dazu. Okay, da ist die Bank mit der Aufschrift Predigtstuhl, Fernaussicht. Lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ja, wir sehen uns gleich oben. Ne? Yes. Ja, ich bin etwas außer Atem, wie du hörst. Aber scheißegal. Was tut man nicht alles für ein gutes Bild, ne? Ja. Da bin ich hochgekommen. Und hier hat man uns eine schöne Fernaussicht versprochen. Ich bin mal gespannt. Und wenn sich das nicht lohnt, dann reiße ich das ganze Ding hier ab. Ja, hat was, ne? Ja, machen wir einen Schwenk von der Seite hier. Ist schon schön. Hat sich gelohnt.
Ja, ich habe mich entschlossen, Abkürzung zu gehen. Die ganze Tour schaffe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit mit Wadenkrämpfen zu tun. Habe leider Elektrolyte zu Hause vergessen. Ich habe normalerweise ein ziemlich gutes Produkt, das mir ganz gut hilft. Ja, aber so. Ich habe schon mit Dehnen versucht. Ein bisschen massiert die Wadenmuskulatur. Aber sobald ich wieder ein bisschen mehr Steigung gehe, kommen die natürlich wieder. Ja, Mineralwasser habe ich bei, ja, aber das gibt auch nicht genug her. Naja. Schlecht vorbereitet für die Tour, muss ich sagen. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal hinkommen und dann die ganze Tour laufen. Und dann bin ich vorbereitet. Kannst du glauben. Verdammte Hacke. Ja. Schwierigkeitsgrad schwer. Frequentierung gering. Das hätte mir zu denken geben müssen. Aber na gut, mit Denken habe ich jetzt nicht so. Verdammte Scheiße. Und ich habe noch ein gutes Stück. Also die Abkürzung an sich macht die Strecke zwar kürzer, aber ich hatte auch keinen Bock zurückzugehen. Und deswegen habe ich noch trotzdem ein gutes Stück vor mir. Nee, war schön. Ja. Was soll ich sagen? Shit happens, ne? Ich melde mich gleich nochmal. Weil das ist alles nur Quälerei jetzt, ne? Macht keinen Spaß mehr. Bis gleich. Naja. Wenigstens am Rückweg noch ein paar schöne Waldbilder einfangen. Auch wenn es nur ein einfacher Waldweg ist. Aber finde ich trotzdem schön. Zurück am Auto, habe noch mal gut was getrunken, für heute ist Schluss, aber ich komme ja definitiv noch mal hin, besser vorbereitet, wie eben schon erwähnt, und dann mache ich die ganze Tour, ohne Wadenkrämpfe, das passt schon. Also bis dann, schönen Tag noch, wir sehen uns, tschüss.